Was, Opa? Weil es den Opa so gut tat, Mist für das und Teufel gestrahlt, wenn Zeitl in der Früh angeschirrt, wohn und kehr. Bis ich alles Bach über die Brücken und Steh führt der Fuhrwerk wei. Aus die eine an die Ruhe ziehen die Viecher schwer an Eis am Flur. Schorn um Schorn, Furchen um Furchen, die Vögel nach die Bruch wie im Nachi suchen. Scheibe klar wird's zugebaut bis zum Ruhe. Oft wie Geld mit der Ahn, ist's gering, ist's ein Niederschwern. Mit übertrat der Hand fängt eine schwere Arbeit beim Biefern an. Auf die Dämmen Brocken wird genau zählt, so wenn auf die Diebel gemüllt. Angesagt wird der Samm, das Zart wohl aufgeht in Gottes Namen. Der Bauer schon recht müd, und als ein Drama, der er gesiert, wie's neige Kindl wächst und wird, auch wie's letzte Draht recht scheiß gestanden, dabei rosten die Viecher bei der Anniwanden. Es ist das Schreiben und die Mundart, was Peter Gimpel beim Dichten seiner Verse so fasziniert. Dabei bedient er sich Themen, die meist schon in Vergessenheit geraten sind. Zum Dichten kam er. Ja, es war noch in meinen jungen Jahren, da habe ich angesucht für den Bundesdienst und da habe ich mir ein Leumannszeugnis gebracht und da war ich auf unserem Gendarmerieposten und habe dieses Leumannszeugnis dort beantragt und da geht plötzlich die Tür auf und da ist ein kleiner Bauer reinkommen und der hat sich Mords aufgeführt, er braucht sofort einen Waffenpass, damit er den Stesser, wie er ihn genannt hat, das ist der Habicht, den wollte er runterschießen. Das war so eine lustige Geschichte, dass ich mir gedacht habe, das müsste niedergeschrieben werden. Und in weiterer Folge bin ich hin und wieder, habe ich dann doch zum Schreiben angefangen. Und wie ich dann da zum Heimatdichter gekommen bin, das war dann so, ich habe da, doch diese Bücher haben mich interessiert, das ist vor allem die Mundart. Und auf diese Art bin ich dann gekommen und habe angerufen, ob sie mir eventuell brauchen können. Und dann bin ich quasi in den Bund eingetreten, im Bund der steirischen Heimatdichter. Mit seiner Frau genießt er das Leben in und rund um sein Häuschen in Sinabelkirchen. Tagesthemen besprechen darf dabei nicht fehlen, vor allem, wenn es um seinen Heimatort geht. Es ist vorwiegend ein Mundort, weil es gerade, ich stelle mir vor, gerade in die Gegend passt, in meine Heimat da. Und auch über die ältere Zeit, ich bin doch in einer Kleinlandwirtschaft aufgewachsen und da kann ich allerhand habe ich allerhand Erfahrungen gemacht, wie es damals den Leuten gegangen ist, wie es da allgemein zugegangen ist. Sinniwelt, es war es nicht mehr so richtig, die meisten Leute sagen, es war schon recht wichtig, wieso es da Sinniwelkirchen heißt. In Heimat konnte ich denken wohl, dass wir das durchgenommen haben in der Schule. Von Sinniwelt tat es stammen, mit Sinniwelkirchen kriegt es schon einen Namen. Man weiß halt nicht so genau, Sinabel war slawisch und heißt halt Rundbau. Da erzählt werden über das recht lustige Geschichten und mancher tut noch was dazu dichten. Und wenn man jetzt überlegt, hin und her und hin zwischen Kirchen, Wald und Sinn, die Frage sich deswegen auch stellt, wie kommt man zum Namen Sinniwelt? Wenn man da ein wenig dort einhören, lasst sich das so erklären. Wer da sein Heimat hat auserwählt, für den hat das Leben einen besonderen Sinn auf der Welt. So ergibt sich wie auf einen Reim das gesuchte Wort über unseren allseits bekannten Ort. Die logische Folgerung von Sinn und Welt ist jetzt freilich Sinniwelt. Drum Sinniwelt an Sinniwelt erinnern, bleibt sein Heimat treu. Solange noch Wasser in der Ölster da rinnen. Und lasst es ein Gesock sein, es gibt auf der Welt noch eine kleine, vielleicht die schönste, und das ist Sinniwelt.
Hallo, herzlich willkommen zur nächsten Folge unserer Fitnessreihe. Wir haben heute drei Übungen, die sind ein bisschen anstrengender, und zwar mit der Kettlebell, mit einem Miniband und dann mit einem Medizinball. Viel Spaß dabei. Bei unserer ersten Übung heute brauchen wir zwei Kettlebells oder was anderes Schweres. Das heißt, wir nehmen in die linke und rechte Hand die Kettlebell, machen einen Ausfallschritt und dann wieder zurück. Einmal mit dem rechten Bein und dann mit dem linken Bein. Jeweils 5 bis 7 Mal. Bei dieser Übung stellen wir uns jetzt gerade hin, geben das Miniband um die Knöchel und strecken den rechten Fuß weg. Wichtig dabei ist, langsam ziehen, kurz halten und dann wieder zum Körper ziehen. Wieder 10 bis 12 Wiederholungen, dann das Bein wechseln und 3 Sätze. Und bei der letzten Übung stellen wir uns auf ein Bein und der Partner schmeißt uns wieder einen Ball zu. Je schwerer der Ball, desto größer ist natürlich der Effekt. Also nimmt keinen Gummiball, sondern wenn es geht, einen Medizinball. Viel Spaß dabei! So, das war es jetzt, die drei anstrengenden Übungen. Trotzdem macht es konsequent und habt viel Spaß dabei. Ciao!